Jo Leute, was geht? Willkommen zur dritten Folge von Road to Air Yeezy. Ihr habt es schon im zweiten Teil wahrscheinlich gesehen. Ich verlinke euch hier die Teile mal, beziehungsweise gibt es auch eine Playlist, die heißt Road to Air Yeezy bei uns auf dem YouTube-Channel. Wer die Serie noch nicht kennt, schaut gerne mal rein. Wir haben den Code Purple, beziehungsweise haben es geschafft, den Code Purple, welchen wir für 200 € gekauft hatten, zu traden mit einem Add-on für 50 € gegen den habe ich jetzt auch hier, deswegen sage ich es nochmal, gegen den 700er MNVN. Im Bone Colorways ist eine Size 8, also eine 41. Hat im Wert, ich habe gerade nochmal hier auf StockX geschaut, hat im Wert so roundabout, glaube ich, 300, 320, wenn man Glück hat, 330 €. Sprich, wir haben da effektiv 250, sagen wir mal so, ja, 60, 70 € vielleicht rausgeholt. Die Grundproblematik, die wir jetzt haben, ist, der Schuh ist halt eine 41, da muss ich reingucken, ist eine 41 und ist sehr, sehr schwer zu traden, weil halt viele. Wenn man da Leute anschreibt und sagt, hey, du hast das und das, in Size 42, 43, 44, wir hätten hier einen Yeezy in 41, dann sagen halt fast alle, bei denen Lars es jetzt versucht hat, ja, ich will lieber das Geld, so ist guter Vorschlag, aber ich will lieber das Geld. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich versuchen, den Schuh zu verkaufen, auch wenn es vielleicht ein bisschen lame ist. Aber ich glaube, dann haben wir einfach bessere Chancen. Das ist auch noch so ein Tipp, also die niedrigeren Größen sind zwar auch teurer, aber sie sind schwer zu verkaufen. Also bei dem Code Purple, den hatten wir in einer, weiß gar nicht mehr, in welcher Size wir den hatten. 42, 43, sowas. Das war aber übelst easy. Also da haben wir bestimmt, der war 10 Minuten online, direkt 2, 3 DMs gekriegt. Auch Serious DMs, die den auch kaufen wollten. Also da war es deutlich einfacher. Deswegen werden wir den jetzt verkaufen. Und dann werden wir uns umschauen. Wir haben schon überlegt, ob wir uns vielleicht einen LD Waffle von Sakai holen. Einen weißen, der vielleicht von der Condition schon ein bisschen gebraucht ist, also der sage ich mal, der OG-Weiße, jetzt nicht der steht hier zufällig auch gerade, jetzt nicht der, das ist meiner, sondern der vorher rausgekommen ist. Ob wir dann das Ganze wieder aufbereiten oder wie wir das machen, da müssen wir noch schauen, oder vielleicht irgendwelche LA to Chicago Jordans, die schon getragen worden sind, kosten ja neu so 400-500, vielleicht kriegt man da was für, ja, Gegenwert 300-350, also ich bin mal gespannt. Lars ist auch da schon am Arbeiten. Bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Denke, der Schuh sollte relativ easy zu verkaufen sein. Notlösung wäre das StockX. Da ist aktuell Payout sowas um die 290, 280 rum. Aber 300 plus hätten wir schon gerne dafür. Also so 300 glatt, 310 wäre schon sehr, sehr nice. Wir halten euch da updated. Für uns, wie jetzt wieder ein paar Tage Arbeit. Für euch jetzt nur ein Cut. Und ja, bin ich selber gespannt. Wir hören uns gleich wieder und dann. Seht ihr, was wir, ja, wie wir es gemacht haben. So Leute, ihr habt gesehen, wir hatten den 700er Yeezy. War etwas schwer, den Schuh an den Mann zu bringen. Wir haben ihn jetzt verkauft. 300 straight, hatten ja 200, beziehungsweise den Code Purple für uns 200 plus 50 € Add-on, sprich, jetzt glatter 50er gemacht. Ist jetzt nicht die Welt, finde ich aber sehr stabil. War wie gesagt schade, wir wollten eigentlich traden, war dann doch ein bisschen zu schwer und hätte auch einfach zu lang gedauert. Wir wollen ja auch, dass die Serie weitergeht. Jetzt haben wir wieder 300 € auf unserem virtuellen Konto in der Tasche. Auf Instagram habt ihr übrigens auch dafür abgestimmt, dass wir bei Raffles teilnehmen dürfen. Finde ich sehr, sehr nice. Sprich, je nachdem, was wir jetzt finden, werden wir auch von dem Geld mal bei Sneakers mitmachen, bei Beispiel jetzt Asphaltgold oder a few Instagram Raffle, sowas, wo halt Releases geraffelt werden. Beispielsweise wie jetzt auch der Royal Toe, der rauskam. Da hätte man mitmachen können, da stand es aber noch nicht fest. Ansonsten ist unsere Strategie jetzt, wir gehen wieder auf, sage ich mal, schon getragene Modelle, auf Used Sneaker, wie wir auch schon mal den Cream hatten, einfach um die aufzubereiten. Da schaut sich Lars gerade um nach so Sachen. Ja, ich bin gerade schon wieder am Gucken auf eBay Kleinanzeigen, Kleiderkreisel, BAM, alles was es so gibt, ob wir wieder einen ähnlichen Yeezy in einer ähnlichen Condition finden, einfach um ihn wieder aufzubereiten. Da können sich einige von euch, denke ich, auch auf einen kleinen Cut freuen. Ich denke, das machen wir, dass Ja. wir mal dann auch wirklich zeigen, wie wir sowas machen, wie wir die Schuhe wieder sauber bekommen, hatten sich, glaube ich, viele gewünscht. Ja, und ich denke, wir finden da demnächst was. Ich denke, ihr könnt euch da in der nächsten Szene schon wieder auf was Neues freuen. Jo Leute, willkommen zum nächsten Cut bei Road to Air Yeezys. War ein bisschen ruhig jetzt bei uns. Sorry, dass die Episode erst relativ spät kommt. Ich glaube, 3 Wochen hat es jetzt gedauert. Wir haben es geschafft, den Yeezy 700 V3 Bone zu verkaufen, haben 300 € für bekommen. Ich hatte, glaube ich, schon einen Take gemacht, wo ich gesagt habe, dass es ein bisschen problematisch war. Wir hatten es uns ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir sind jetzt wieder back to the roots, so wie wir angefangen haben, haben uns zwei Paar 350 V2 Yeezys geholt. Einmal ein Cream,
Condition 6 von 10, ne? Sowas. Also 6 von 10. Und hier einen Static Condition 8 von 10. Haben wir beide für insgesamt 300 Euro bekommen. Wie wir auch angefangen haben, werden wir die jetzt wieder aufbereiten. Da kam von euch der Wunsch, dass wir das unbedingt mal zeigen sollen, beziehungsweise Lars ist ja da der unser Putzmeister, der hat die sehr gut aufbereitet, da wolltet ihr unbedingt sehen. Der Kommentar hat, glaube ich, über 100 Likes gehabt. Deswegen, wir sind hier bei uns im Office-Flur, haben alles aufgebaut, Tisch, die Schuhe. Ich sehe schon Bleichungsmittel, Zahnpasta. Lars, willst du kurz erklären, was genau wir machen? Und dann seht ihr es natürlich auch. Ja, warum nicht? Also, als allererstes machen wir natürlich die Laces raus, die Install raus. Gehen einmal grob mit einer Bürste drüber, mit einem ganz normalen Putzmittel. Und versuchen halt da den groben Dreck rauszubekommen. Als nächstes gehen wir dann nochmal über die Sohle speziell mit ein bisschen Zahnpasta und einer Zahnbürste, einfach um das Boost auch wieder weiß zu bekommen und ja, das Ganze ein bisschen aufzuhellen hier unten. Dann gehen wir hin und nehmen eine Kombination aus Geschirrspülmittel und Backpulver, lassen das ein bisschen einwirken. Da sind Tenside drin, also es kapselt den Dreck ein bisschen ab und sorgt dafür, dass ein bisschen wieder ein bisschen mehr leuchtet, der ganze Schuh. Und zu guter Letzt schmeißen wir das Ganze mit weißem Riesen, also beziehungsweise hier jetzt das alternative Produkt von Gut und Günstig, no Werbung, hier 30 in die Waschmaschine und hoffen dann, dass es wieder gut aussieht. Wenn die dann wieder trocken sind, kommt von unserem 2 Euro Haarfärbemittel das Wasserstoffperoxid auf die Sohle. Dann kommt Frischhaltefolie drüber. Das Ganze wird in die Sonne gelegt, beziehungsweise unter UV-Licht, je nachdem, wenn ihr ein UV-Licht daheim habt. Und dann hellen wir das Ganze auf in 2 bis 3 Durchgängen. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Sehr nice. Ich denke, dann habt ihr jetzt einen groben Überblick bekommen, was Lars jetzt macht. Lars führt euch jetzt durch die verschiedenen Schritte durch hier bei unserem Cleaning-Setup. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder am Ende der Folge. So Leute, also Henning ist jetzt wieder an seinem Arbeitsplatz, ich übernehme jetzt das Cleaning. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Schritt und go! Also den groben Dreck sollten wir jetzt eigentlich weg haben. Achtet immer drauf, in kreisenden Bewegungen zu wischen. Nicht zu fest, ihr wollt den Dreck aus dem Schuh rausbekommen, nicht in den Schuh einmassieren. Was ich jetzt mache, ist, ich mache weiter mit der Zahnbürste. Mit dem zweiten Schritt nochmal über die Sohle zu gehen und ja. So, mit der Zahnpasta sind wir fertig. Ich finde, das Ergebnis ist gut geworden. Hier vorne noch ein bisschen Dreck, aber generell hat sich das schon sehr verbessert. Als nächstes mischen wir Backpulver und Geschirrspülmittel und tragen es auf und lassen es einwirken. Genau. So Leute, also wir sind jetzt fertig mit der Sohle, mit dem Upper. Alles, was wir von Hand machen konnten, haben wir gemacht. Beziehungsweise wir werden jetzt noch kurz mal provisorisch zeigen, wie man dieses Wasserstoffperoxid aufträgt. Dann legen wir Frischhaltefolie drüber und setzen das in die Sonne, beziehungsweise unter UV-Licht und bleichen das Ganze nochmal in 1-2 Durchgängen, wie schon gesagt, zum Aufhellen. Und dann wandert das Ganze mit dem hier in die Waschmaschine. Das sollte noch mal ein bisschen das Leuchten rauskitzeln, dass das Ganze wieder wie neu aussieht. Und ja. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das kleine Sneaker Cleaning Tutorial. Lars, mein Lieber, vielen Dank.
hast du, denke ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich habe nicht die ganze Zeit drauf geschaut, aber ich denke, das hat auf jeden Fall gut gemacht. Du hast jetzt noch Frischhaltefolie auf die Sohle gemacht. Genau, Frischhaltefolie über das Wasserstoffperoxid, einfach damit da nichts verläuft etc. Verstärkt auch nochmal den UV-Effekt. Jetzt ins UV-Licht, bleichen, danach in die Waschmaschine mit ein bisschen Aufheller, mit Tensiden, die das, den Dreck abkapseln etc. Dann leuchtet das Ganze wieder, dann sind wir fertig. Sehr nice, sehr nice. Leute, ich hoffe, das komplette Video, die komplette Episode hat euch gefallen. Ich glaube, sie ist ein bisschen länger, ich weiß es nicht ganz genau. Lasst gerne ein Like da, abonniert uns auf YouTube, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Sollen wir mehr so Sachen zeigen? Das war jetzt alles hier ein bisschen aufwendiger. Wollt ihr sowas auch sehen? Oder wirklich nur dieses, yo, wir kaufen, aufbereiten, verkaufen, mehr so diesen Prozess? Lasst uns es gerne wissen. Ansonsten sehen, hören wir uns im nächsten Video am Montag. Peace.